eine Identität in einer Person mit dissoziativer Identitätsstörung hat vielleicht hohes Cholesterin. Eine. Gibt es Momente, in denen zwei Identitäten gleichzeitig koexistieren können? Ich hatte selbst schon so eine Erfahrung. Ihre Fähigkeit zu hyperfokussieren. Mahlzeit und herzlich willkommen beim Theme-Park Hunter und einem neuen Video vom Theme-Park Hunter. Intro ab. Nächste Runde. Jetzt ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog. Eine Art Videomagazin über Freizeitparks und Kirmes. Lupin. Und heute reden wir über und ja, und der Themenparkhunter hat eine schöne Wohnung, finde ich. Komm mal her. Zum einen sehen wir hier verdammt schön den Wäscheständer. Hey. Mit vielen unterschiedlichen Unterhosen, Socken, T-Shirts und Jeans. Das geht ab. Wie ich finde, eine sehr tolle Lösung. Wir sehen uns vielleicht in Mörs. Nächste Runde. Nächste Runde. Hallo. Wir sind gerade hier im verdammt coolen Superkanterraum. Neuer Männerraum. Ich bin voll übertrieben gespannt. Nächste Runde. So now we are in the queue line from Van Helsing Factory. I think it's a really good ride. It's really, really good, I think. What do you think, Mike? Well, the station was very well themed. Nächste Runde. Seid gegrüßt, liebe Freizeitpark- und Kirmesfreunde. Wir gehen auf die Maidrot nach Bayern. Oder auf die Nürnberger Volksfestboot nach Bayern. Dort treffe ich den Hubi, den Kirmes-Junkie und noch ein paar Leute. Ich freue mich sehr. Ja, den Seepark-Hunter sehen ja auch. Ich weiß nicht, der findet mir zu viele Äsche. Naja, mal sehen, was so der Abend so bringen wird. Komm mal her, jetzt geht's los hier, nächste Runde. Konnichiwa Bitches, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier. Hey! Aus dem Europapark, wie immer. Mit dabei ist Schatzi. Schatz, sag mal hallo. Ja, gucken wir uns heute mal wieder die neue Kanken Coaster Scheiße da an. Mir gefällt, ist gut gelungen. Kann man echt machen. War okay, echt. Ja, nächste Runde. Super Runde. Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Heute sind wir mal in einem ganz besonderen Freizeitpark. Heute soll es um den Theme Park Hunter Freizeitpark gehen. Ein schöner Freizeitpark mit vielen Blu-ray-Filmen. Schön gestaltet ist die Blu-ray-Sammlung, meiner Meinung nach. Mit zwei verschiedenen Regalen, unten und oben. Fazit: Der Theme Park Hunter Freizeitpark ist ein wundervoller Freizeitpark für Groß und Klein. Meiner Meinung nach schön gestaltet, aber auch nicht ultimativ toll gestaltet. Peace, yo! Yeah, nächste Runde! Super Runde! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kirmes-Reportage hier im schönen Sauerland. Ja, jetzt habe ich hier meinen imaginären Interviewpartner hier. Erzählen Sie mal was. Wie finden Sie denn die Kirmes? Super Karussellfahrt! Ja, das ist sehr schön so. Das finde ich nämlich auch. Und man sollte einfach mal sich mal selbst angucken, eine Lage von der Situation machen und herkommen. Hey, das geht ab. Ich weiß, was ihr braucht, Leute, ihr braucht die Rave-Time. So, das reicht jetzt mal wieder. Nächste Woche wieder Livestream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Kunterbunden wieder.
Kleidung bin ich verschmiert? Ja. Ja, und das war's. Ich hoffe, das kleine Theme Park Hunter Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja, der Chef Kirmes Markus hier am Start. Komm mal her. Jetzt geht's los hier. Nächste Runde. Lass mich mal ausreden, ja? Du bist ein Tag, du. Ja? Du bist ein cooler Typ und so. Ja? Aber du musst wissen, wo du hingehst. Du musst wissen, von welchem Ufer du schwimmst. Ja? Das ist wichtig. So, war schön, oder? Ja, wunderbar. Vielen Dank, Markus, mal wieder für eine gediegene Fahrt. Also, wir sehen uns bald wieder. Ne?